Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda 1 NES Classic Mini Edition. So. Ich wundere mich, ich habe andere Stats, also andere Herzen, andere Rubine und andere. Nee, noch nicht, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ich andere Rubine, ich dachte, wenn ich musste nochmal nachspielen. Spätestens jetzt sollte man sich den größeren Schild kaufen für die Magier. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ach Gott, machen die Schaden. Vielleicht sollte ich mir die Kerze erstmal ausrüsten. Ach Gott. Was ist das Goma unser Boss? Da ich ja richtig Bock drauf auf Goma. Kann ich auch verschieben? Wunderbar. Das wäre erledigt. Leider nichts wirklich Sinnvolles gefunden, sondern nur Schlüssel verballert. Einen Wert von Schlüssel zu sagen. Oh, ein Herz, danke Spiel. Und der Kompass. Na gut. Ein Raum voller Fledermäuse. Nicht gut. Nein, nein, nein. Klar, das ist die beste Taktik hier, diese Fledermäuse kalt zu machen. Treff, tu ich diese Dinger nicht. Erledigt. Nein, Magier. Wie viele Schläge? Drei oder? Nee, zwei. Jetzt bin ich die Fee gekriegt. Das macht keinen Schaden, es klaut mir nur mein Schwert. Für kurze Zeit. Bisher komme ich gut durch, muss ich sagen. Ich hasse diese blauen Magier. Ich hasse sie. Okay, der hat mich extrem dumm angestellt. Was ist denn nun? Schwertklo. Schleimer. Schleim kein Problem, aber die sind Probleme. Ein Schildklauer, sozusagen. Schwert und Schildklauer. Die Schild ist permanent weg, würde ich sagen. Ich würde neu kaufen dann.
3 fucking Schläge. Oh, die Karte, wunderbar. Gehen wir mal nach unten. Okay, von ganz schlechte Idee. Aber wir haben den Schlüssel noch gefunden. Welche Schlüssel? Und ich glaube, wir konnten hier durchspringen. Ich glaube, wir bräuchten mal einen Trank. Okay, der Boss dürfte kein Problem sein. Die müssten wir ohne Trank schaffen, aber... Erstmal hinkommen zum Boss. Oh, die halten 3 Schläge tatsächlich aus, Junge. Nee. Hier war tatsächlich nichts. Oh, Herzen. Also wieder unnötig treffen, klasse. Ach man, ey, du Schwertklaue. Gut. Was kriege ich hier noch für ein Item? Ich glaube, wir kriegen hier den Zauberstab. Oh, wir sind schon beim Boss, sehe ich gerade. Wir sind falsch gelaufen, wir haben den Zauberstab vergessen. Machen wir erstmal den Boss tot. Machen wir erstmal den Boss tot. Gott. Komm einfach durch zum Boss. Und da haben wir Goma. Hier brauchen wir zwangsweise den Bogen und wir haben ihn besiegt. Okay, das Level 6 lief doch jetzt ziemlich gut, würde ich sagen. Ich hatte Level 6 als schwerstes Level in Erinnerung. Aber uns fehlt ja auch noch das Dungeon-Item, das müssen wir ja auch noch holen. Das haben wir jetzt unglücklicherweise leider vergessen. Wir sind da jetzt reingelaufen, cool. Der ist mit drin gelaufen, das ist halt, das ist fake mir. So. Wir brauchen noch ein Item. Das Item. Im Kasten. Und wir haben noch ein blaues Elixier, das heißt... Das Item kriegen wir auf jeden Fall. Ja, das war der Fledermausraum, das war der Fledermausraum. Aber wir haben ganz schön mit Pfeilen gespammt, das sollte nicht passieren. Nein. Einfach durch. Gott, das ist ein beschissener Raum wieder. Das war ein Kack.
Kackraum. Muss ich den Vieh nochmal besiegen? Oh ne, kommt wieder das nächste Raum. Hast du die einfach in den Reihen? Oh, der Gegner bleibt tot. Glück. Glück im Unglück. So, du musst jetzt irgendwo das Dungeon-Item sein. Er lässt sich ja nicht aufhalten, der Magier, ja. Und da haben wir ihn schon. Ist das der Stab? Ja, da ist unser Zauberstab. Oh Gott, wir hätten nur so einen Raum weitergehen müssen. Wie unnötig. Wie unnötig, dass ich den vergessen habe. Na gut. Mit diesem Zauberstab können wir jetzt die Magier Magiestrahlen abfeuern. Leider nur sehr schwache Magiestrahlen, die sie aber Level 8 verstärken töten. So, wir haben noch sogar noch ein blaues Ego bekommen. Wir haben nur ein Lexier verbraten. Die kommen jetzt halt hier so bap. Schön schießen. Wunderbar. Das hat mich, glaube ich, jetzt umbringen, das ist am schnellsten. Magier können wir leider noch nicht verletzen. Ich glaube, die können wir erst mit dem Puff verletzen, wenn wir überhaupt verletzen. Erfolg, würde ich sagen, wir haben... Oh ja, funktioniert auch super. Ich stelle jetzt einfach mal den Sumaria-Stab, mal den Feuerstab. Könnte ich aussuchen. Und nehmen wir erst den Feuerstab und danach den Samaria-Stab. Ich weiß es noch nicht. Wir gehen erstmal zu unserer guten Feenquelle. Wunderbar. Dann auf nach Level 7. So, richtig. Also in der Second Quest war Level 7 das schwerste Dungeon. Hier war euer Kutscher da einfach. Mal gucken, ob ich ihn so wirklich für Erinnerung hatte. Nach Level 7. Jetzt sind wir an Startpunkt, das wisst ihr ja. Findet sich einfach hier hinten Level 7. Erstmal kaufen wir uns hier noch ein rotes Elixier. Bei Medizin, before you go. Ja gut, hier. Bla.
Müsste jetzt wieder genau wieder rot sein. Gut, noch zwei Teile brauchen wir, dann haben wir es endlich geschafft. Hui. Sagen wir mal. 7 iPods, 8 iPods, 9, 2, sagen wir mal. 3 Ports noch. Oh, das Start funktioniert super. Und zwar haben wir hier oben auch noch eine Feenquelle gehabt. Deswegen, also Level 7 ist eigentlich, was Feenquelle angeht, am einfachsten, weil es sie noch niemand ist. Zwar haben wir nur eine zweite Quelle. Mit einem Gegner. Und hier müssen wir die Flöte spielen. Wie hoch man darauf kommen muss, dass man hier die Flöte spielen muss. Gut, jetzt sehen wir uns dann im Level 7 wieder. Bis gleich. So, bis zum nächsten Mal.